Gletscher. Fjorde. Wasserfälle. Wasserkraftwerke. Tunnel. Stabkirchen. Trolle. All das ist Norwegen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um nach Norwegen zu reisen. Mit der Bahn? Mit dem Flugzeug? Mit dem Auto? Oder über eine der zahlreichen Fährverbindungen? Wir nutzen die Schnellfähre Sylvia Anna, die die 80 Kilometer vom dänischen Hirtshals über das Skagerrak nach Kristiansand in 2,5 Stunden bewältigt. Folgen Sie uns auf einer traumhaften 4400 Kilometer langen Rundreise durch das südliche Norwegen mit seiner reizvollen Natur, abenteuerlichen Wanderwegen und netten, freundlichen Menschen. Kristiansand mit seinen rund 20.000 Einwohnern zählt zu den größeren Städten im Süden Norwegens. Norwegen gesamt zählt lediglich 4,8 Millionen Menschen. Kristiansand hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich, deren Zeugnisse heute nur noch teilweise zu sehen sind. So der nach dem Stadtbrand von 1885 neu errichtete Dom. Die Straßen im Zentrum sind rechtwinklig angeordnet, hier die Markensgate. Beim Bummel durch unsere erste norwegische Stadt fällt uns das andere Preisniveau auf. Zum Beispiel kostet ein Döner mit einer kleinen Dose Cola umgerechnet 6,78 Euro. 1 Euro hat in Norwegen nur noch die Kaufkraft von ca. 60 Cent. Die Festung Christiansholm, um 1674 erbaut von König Frederik III. Von Dänemark, Norwegen gehörte ja seinerzeit zu Dänemark, wirkt ein wenig unscheinbar. Sie befand sich auf einer Insel, heute Halbinsel, und war mit 62 Bronzekanonen bestückt. Zu sehen sind heute nur noch 8. In der Mitte der Festung befindet sich ein Doppelturm. Im innersten Turm wohnte der Hauptmann. Schließlich interessiert uns noch die in den 50er Jahren erbaute, fast 620 Meter lange Hängebrücke. Die größte hier im Norden, die den Toppdalsfjord in einer Höhe von 30 Metern überspannt. Thank you.
dort geht es direkt unserem nächsten Ziel entgegen, Mandal und das Kap des Südens, Lindesnes. Mandal, eine reizvolle Kleinstadt, ca. eine Autostunde westlich von Kristiansand gelegen. Die Altstadt von Mandal finden wir am Westufer des Mandalserva. Hier befindet sich auch eine lange Kaianlage mit kleinen und großen Booten und Schiffen. Bei unserem Bummel durch die Altstadt sehen wir die für Norwegen typischen Häuser, die meisten weiß angestrichen. Weiße Häuser zeugten früher vom Wohlstand ihrer Besitzer. Allgegenwärtig sind die lustigen Zwerge, die Nationalfigur Norwegens, die Trolle. Reizvoll gelegen ist ein rund 800 Meter langer Sandstrand, der für jeden frei zugängliche Badestrand von Mandal, das Sommerparadies der Norweger. Von Mandal unternehmen wir nun einen Abstecher nach Lindesnes. Von der Europastraße 39 kommend, fahren wir entlang der R460 bis zum Südkap, wo uns der Leuchtturm bereits von ferne unser Ziel anzeigt. Das Südkap ist 2518 Kilometer vom Nordkap entfernt. Die raue Schärenlandschaft fasziniert uns. Alte Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg zeugen von der damaligen deutschen Besetzung Norwegens. Über 340 Jahre norwegische Leuchtfeuergeschichte liegen zwischen den ersten flackernden Talglichtern und den Halogenlampen im heutigen Leuchtturm. Bei Sturm können die Wellen bis hier heraufschlagen. Die Nutzung der Windkraft zur Energiegewinnung sieht man hier an der Küste häufig, später nicht mehr. Weiter führt uns unsere Reise nun direkt nach Norden, zu unserer nächsten Station, dem einzigen künstlichen Fjord in Norwegen, dem Byglandsfjord. Wir übernachten auf dem 5-Sterne-Campingplatz Neset Camping, ein Platz, den auch anspruchsvolle Camper zu schätzen wissen. Übrigens ist Wildcampen in Norwegen verboten, auch wenn Ver- und Entsorgung der Mobile an vielen Tankstellen und separaten Stationen möglich sind. Und das sogar meist kostenlos. Der Platz liegt landschaftlich sehr schön auf einer Halbinsel. Neugierig beäugen uns die Gänse, ehe sie ihren Gänsemarsch gemächlich fortsetzen. Dieses kleine Entlein wüsste scheinbar gerne, was Onkel Mensch da macht. Übrigens, was uns auffiel, die Gewässer sind glasklar. Mit unserem Wohnmobil stehen wir direkt am Wasser mit freiem Blick über den Fjord und die dahinterliegende Berglandschaft. Am nächsten Tag besuchen wir eine touristische Attraktion, das 1866 gebaute, mit Holz betriebene Dampfboot Pjoren. Es startet vom 1. Juli bis 31. August zu Rundfahrten über den Byglandsfjord. Die Wasser des Byglandsfjord fließen durch das Settestal. Hier kann man sich einen Angelschein holen und dann versuchen, Lachs, Blei, Forelle und Barsch zu fangen. Auch für Freunde des Raftingsports bieten sich hier zahlreiche Möglichkeiten. Weiter geht unsere Fahrt entlang dem Byglandsfjord immer nach Norden.
Weit auseinanderliegende Ortschaften mit wenig Häusern, dichten Wäldern und immer wieder Wasserfällen bestimmen das Bild. Kurz vor Rühstadt sehen wir in der Ferne erstmals Schnee auf den Gipfeln der Berge. Die wildromantische Landschaft lädt uns zu einem Stopp ein. Rühstadt selbst, von Bergen umgeben, ist ein kleiner Ort mit einem interessanten Freilichtmuseum. Und weiter geht es nordwärts. Hindernisse wie dieser Straßenbau werden problemlos auch ohne Ampeln bewältigt. Einige Kilometer vor Hoften, einem Wintersportzentrum, gelang uns diese fantastische Aufnahme. In Hoften besuchten wir das Museum für Frühgeschichte, das die Herstellung von Eisen in der Wikingerzeit anschaulich darstellt. Andere Ausstellungsstücke, unter anderem Speerspitzen und ein tausendjähriges Schwert, Leihgaben des Museums in Oslo, werden gezeigt. Nicht immer war der Wettergott mit uns. Auch Regen bei niedrigen Temperaturen war unser Reisebegleiter. Auf unserer Fahrt, wo hinter jeder Kurve ein fantastischer neuer Anblick lauerte. Schließlich gelangten wir in eine Region ohne Bäume, wo es aber immer Schnee gibt. Lassen Sie sich von diesen eindrucksvollen Aufnahmen verzaubern, die bei der Umfahrung des Horkeli-Tunnels entstanden. Schließlich gelangen wir in einen Talkessel, von hohen Bergen umgeben, Röldal. Die Attraktion von Röldal ist die Stabkirche. Stabkirchen sind keine Seltenheit in Norwegen, aber diese hat innen ein Kruzifix mit wunderwirkenden Kräften. Man kann sich was wünschen, ob es hilft, wer weiß. Nach einem Hinweis unserer freundlichen Platzchefin suchen wir den Röldalsfossen. Die Fahrt dorthin führt uns durch eine bizarre Bergwelt mit zum Teil beängstigend engen Straßen, steilen Abhängen und traumhaften Ausblicken.
aber schließlich finden wir den Wasserfall am Ende dieser abenteuerlichen Fahrt. Auf der Fahrt nach Odda, unserem nächsten Reiseziel, kommen wir erneut an Wasserfällen vorbei. Schließlich übernachten wir auf dem Campingplatz in Odda, wo wir erneut märchenhafte Ausblicke genießen. Von Odda fahren wir zu dem als Museum eingerichteten Kraftwerk Tyssedal, das am Ostufer des Sørfjords liegt. Zunächst besuchen wir das Museum, das im ehemaligen Verwaltungsgebäude untergebracht ist. Anschließend erläutert uns unsere freundliche deutsch sprechende Führerin Geschichte, Bedeutung und Ausrüstung des alten Kraftwerks, das seit seiner Entstehung 1913 bis 1990 in Betrieb war. Die Anlagen stammen aus England, Deutschland, Schweden und werden gegenwärtig restauriert. Das Interessante am Kontrollraum ist, dass die Instrumente auf Marmorplatten montiert wurden. Auf Hinweis unserer Führerin besuchen wir anschließend den oberhalb des Kraftwerks gelegenen Stausee. Bauzeit 1910 bis 1913.